Willkommen zurück zu Pikmin 2 mit 6 verschiedenen Pikmin-Sorten. Man glaubt es kaum, wir haben Punktkäfer-Pikmin mal wieder. Aber ob die uns begleiten können oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ein neuer Sublevel in der Grenzlandhöhle. Und du bist ganz mies. Okay. Der kann ganz schnell Pikmin fressen. Hat er es schon getan, oder? So, ausmachen da. Okay, da sehen wir Wasser und Felsen. Da gehe ich nur mit dem Blauen hin. Wir haben hier noch einige Blaue. Alle, bitte. Oh je, da sind viele von diesen Viechern. Wir können den aber besiegen, indem wir sie ins Feuer schmeißen. So, seinen Felsen auf sich selbst lenken. Das werden wir auch jetzt wieder tun. Den Felsen auf den Gegner. Sehr schön. Was die uns alles an Arbeit ersparen. Ah, verdammt. So habe ich das nicht kalkuliert. So auch nicht. Oh, wie dumm. Irgendwann gibt es dann ein Opfer. Sehr riskant. Oh, da habe ich was vergessen. Dann macht euch hier gegenseitig platt. Ah, das könnte klappen. Das könnte klappen. Komm jetzt, du! Irgendwie nicht wirklich. Komm her. Egal. Das klappt auch. Sogar ganz problemlos, unerwarteterweise. Okay. Ich will nichts gesagt haben, es gab ein Opfer. Aber dich machen wir jetzt platt, bevor... gesehen hast, um wen es geht, nämlich um dich. Komm! Wow. Es verletzt ihn zwar, aber es muss ihn nicht unbedingt töten. Aber beim zweiten Mal. So. Da haben wir es. Sehr schwierig. Ich bin froh, dass wir das erledigt haben. Die sind echt mies da. Aber mit etwas Taktik und klugen Verständnis können wir euch bezwingen. Sehr schön. Da ist ein Schatz. Das sieht aus wie eine Schachfigur. Ja, dann tragt's halt. Beeilung am besten. Da wir jetzt alle Gegner besiegt haben, könnten die anderen eigentlich nachrücken. Oder? Spricht etwas dagegen? Ah, hier geht's tiefer hinab. Okay. Hier scheint kein Schatz zu sein. Und die ganzen Gegner wollen wir da auch mal liegen lassen, weil... was soll das? Und was ist hier so? Pff, was soll das? Okay, meine Freunde. Ob die Käfer schwimmen können? Naja, wir müssen eh warten, bis ihr fertig seid da.
Das ist ernsthaft? Ich muss die alle rüberwerfen? Wer ist am Ertrinken? Währenddessen kommt in aller Ruhe mal der Schatz an. Eine Schachfigur. Unbezahlbare Statue. Und noch ein Schatz und wir haben es geschafft dann. Wahrscheinlich. Man weiß ja nie, wie viel der Schatz wert ist. Ihr sollt nicht ersaufen. Da waren es nur noch 83. Wie stellen wir das an? Sollen wir jeden Einzelnen werfen oder was? Sieht so aus, als hätten wir keine andere Wahl. Oh Gott. Naja, das soll erstmal reichen. Kann man ihn nicht einfach Wasser ablassen irgendwo? Sowas habe ich geahnt. Oh. Jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwo etwas ist zum Wasser ablassen. Da hast du übrigens noch eine Schachfigur. Schön, dass es mir jetzt auch auffällt. Hier ist echt nicht so ein Knubbel, den wir benutzen könnten, um das Wasser abzulassen. Dumm und ärgerlich. Da kommen jetzt die Fetten. Ja, Mann. Alle rüber da. Was für ein scheiß Geduldsspiel. Ein bisschen zur Seite gehen, weggehen da. Während das Ganze hier von der Bühne geht, hätte ich einen Vorschlag für Olimar. Die zweite Schachfigur abtransportieren. Entschuldigt, Leute, wenn das Ganze hier so taktisch geprägt ist und so lange dauert und so, aber ich finde gerade keinen anderen Weg, wie man das hier machen soll, als jeden, fast schon einzeln, hinzuwerfen. Jetzt kommen die Käferpigment dran. Aber wenn jetzt die Blauen kommen, wollen die denen helfen bestimmt. Okay. Nein, tut das nicht. Ich muss sagen, eigentlich müssten wir doch... Es geht doch gar nicht. Jetzt haben wir die 10.000 komplett. Und das ist die wertlose Statue. Leute, wir haben die 10.000. Und ich glaube, sobald wir den Level beendet haben, dann... Wie sollen wir die denn hier drüber schmeißen? Ich meine... Es geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht meinen Weg. Ich habe eine andere Idee. Ihr habt mir mal was gesagt und ich hoffe, es klappt. Ja, so geht das auch nicht. Jetzt muss ich erstmal den Rest rüberwerfen. Fertig aus. Sind ja nicht mehr viele, nur noch 12. Ihr habt mir gesagt, was ich noch nie in meinem Leben ausprobiert habe. Auch wenn man die Pikmin... Also die bleiben nicht in der Höhle zurück. Nein. Hier wird gar nichts getragen. Ich
Manchmal seht ihr echt Honks. Gut. Jetzt hole ich euch noch. Einer hat jetzt alle Pikmin. Irgendwie war das uncool. Ich mach jetzt einfach. Meine Güte. Was ist das hier? Da versagen die Nerven. Aber jetzt müssten wir alle Pikmin hier haben, ja? Alle 82. Der Olimar nimmt alle Pikmin. Und Dewey geht weiter. Oh, ich bete, dass es klappt. Oh, ich hab so Angst. Ihr habt mir den Tipp gegeben, aber soll ich euch das glauben? Ich probier's. Vielleicht habe ich jetzt alle verloren. Nein. Mann, Mann, Mann. Das ist aber komisch. Ich finde es nicht gut. Okay, jedenfalls Sublevel 7. Ich habe noch alle 82. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, dass ich den Sublevel 6 hinter mir habe. Eine weiße Blume. Die werden wir nutzen. Da ich nichts mehr an Wasser sehe, seid ihr dran. Fuck! Was eine Falle. So, alle mitkommen. Zieht eure neuen weißen Kameraden heraus. Weiter im Text. Die sind auch nicht wirklich schlecht. Das war intelligent gemacht, da die Mutter durch aufwacht. Eigentlich. Die werden wir jetzt von hinten attackieren. Oder auch nicht. Es regnet Bomben. Pikmin werden gefressen. Was machst du da? Sieht aus, als könnten die Punktkäfer-Pikmin nicht gefressen werden. Punktkäfer gegen Punktkäfer. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Okay, sie können doch gefressen werden. Scheinen aber giftig zu sein. Das hat nur so komisch ausgesehen. Oh, nee. Ist er schon tot? Nee, er schläft. Komisch. Alle tot? Hol mal alle. Immer aufpassen, hier regnet es Bomben. Ey, wie viele Punktkäfer sind denn hier? Jetzt seid ihr beide dran. Das ist eigentlich schon grausame Natur. Die machen ihr ganzes Leben nichts anderes, als hier zu vegetieren. Und dann kommen irgendwelche Pflanzen und machen die einfach tot. Nein. Gut gemacht. Da haben wir übrigens einen Schatz. Und du bist der letzte Überlebende. Gewesen. Ich hoffe, das war alles. So groß ist der Level hier nicht. Da waren es nur noch 72.
aber noch im Rahmen. Was ist das eigentlich? Mal gucken. Sieht aus wie ein kleines Glöckchen. Ja. Ist eine. Ehepartner-Alarm. Oh Gott, oh Gott. So, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.